Jo, mein Lieben, herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge von Heroes of the Storm. In der letzten, oder beziehungsweise im letzten Part habe ich euch ETC euch gezeigt und jetzt werde ich euch Falstad euch zeigen. Er ist natürlich ein Assassine, ein Fernkämpfer natürlich, Schwierigkeit Mittel. Er ist, was steht da, Tan der Wildhämmer, Wildhämmer. Falstad ist der oberste Tan des Wildhammer-Clans und einer der Gründungsväter des Rats der drei Hämmer, welcher derzeit über Eisenschilde herrscht. Entgegen aller Gerüchte war Falstad niemals tot und wer etwas anderes behauptet, ist ein elender Lügner. Dann kommen wir zu den Fähigkeiten. Wisst ihr, wir könnten mittlerweile dort draußen sein und Schädel einschlagen. Ja, das machen wir da auch gleich. Hammerrang. Wirft einen Hammer, der nach dem Wurf zurückkehrt. Der Hammer verursacht 121 Schaden und verringert die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern 2 Sekunden lang um 25%. Also sehr praktisch. Blitzableiter. Fügt einem Gegner 107 Schaden zu und verursacht zusätzlich 4 Sekunden lang pro Sekunde 75 Schaden, solange Falstad in der Nähe des Ziels bleibt. Auch sehr nützlich. Fassrolle. Stürmt vorwärts und erzeugt einen Schild mit 171 Punkten, der 3 Sekunden lang anhält. Dann kommen wir zum Flugkünstler. Anstatt ein Reittier zu verwenden, kann Falstad eine große Entfernung über das Schlachtfeld fliegen. Oh ja, und das ist auch sehr gut und praktisch. Dann kommen wir zu den heroischen Fähigkeiten von Falstad, nämlich Macht des Hinterlands. Fügt nach einer Sekunde Gegnern in einer geraden Linie 475 Schaden zu. Hat eine sehr hohe Reichweite. Jeder getroffene gegnerische Held verringert die Ablenkzeit um 25 Sekunden. Und das ist auch so geil. Aber da muss man wirklich sehr treffsicher sein, um auch die Helden, also die gegnerischen Helden auch zu treffen, ne? Dann mächtige Böe. Stößt Gegner weg und verringert ihre Bewegungsgeschwindigkeit um 40%. Die Verlangsamung verlässt im Verlauf von 4 Sekunden nach. Und zu seiner Eigenschaft, Rückenwind, erhöht Falstads Bewegungsgeschwindigkeit um 15%, wenn er 6 Sekunden lang keinen Schaden erlitten hat. Wisst ihr, wir könnten mit ja, wir spielen ja jetzt auch mit dir. So. Lasst uns eine Runde fliegen. Jetzt geht's los mit Falstad. Also mit Falstad bin ich eigentlich auch relativ gut. Oh, der Schlechter im Team. Und Varian. Oh mein Gott. Da können wir eigentlich nur gewinnen. Auf jeden Fall. Ah ja, Tempel des Himmels mal wieder. Okay. Na gut. Macht euch bereit für eure tödliche Schlacht, falls ihr sie überleben wollt. Okay, ich nehme direkt auch den aufziehenden Sturm. Ist nämlich eine Quest. Erhöht den Schaden des Hammerrangs jedes Mal um 1,5, wenn er einen Helden trifft. Und das geht jetzt. Ah ja, das ist endlos. Geil. Aber nur, wenn ich Helden immer treffe, ne? Mal gucken, ob wir das schaffen. Risiko. Yay. Ach, das wird lustig mit Falstad. Ich liebe den Held. Die Himmel erwarten uns. Zeit für den Jo, einmal getroffen habe ich ihn schon mal. Sehr gut. Und er verursacht auch schönen Schaden. Auf jeden Fall. Jawohl. Und Hammerrang ist auch wieder stärker geworden. Sehr gut. Aua, 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 aua. Hui. Ihr seid der Boss. Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Ja, weil, falls das natürlich jetzt Assassine ist, hält er natürlich jetzt auch nicht so viel aus, ne?
Nein. So sieht das übrigens aus. Richtig praktisch, auf jeden Fall. Aber dafür verursacht er ein bisschen mehr Schaden. Das ist auch sehr gut. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Oh mein Gott. Hilfe! Nein, Soul, lass mich in Ruhe. Gar nicht schlecht. Läuft. Uiuiuiuiuiuiuiui. Hui. Auf jeden Fall erste Hilfe haben wir. Automatische Angriffe heilen um 20% des Schadens, den sie dem Hauptziel zufügen. Auf jeden Fall. Dadurch heilt er sich nämlich automatisch ein bisschen. Ja, Schluppi. Sonne in den Tempeln wird stärker. Schon bald werden sie in meiner ganzen Herrlichkeit erstrahlen. So, erstmal den Pylon hier zerstören. So, und jetzt ab zum Tempel. Und Xul ist tot. So, der große Wächter ist schon mal tot. So, jetzt nämlich Geheimwaffe. Erhöht die Reichweite des Hammerrangs um 30%. Automatische Angriffe verursachen 60% Bonusschaden, während der Hammerrang in der Luft ist. Sehr gut. Unsere Ketusat. Scheiße. Gar nicht gut. Naja, ist egal. Trollolol. Und fliegt davon. Yay. Jo. Und mit ihr ist tot. Ja, ihr seid nicht unbegabt. Das muss ich zugeben. So, und das ist jetzt auch unser Tempel. Kampf langweilt mich. Jo, perfekt. Probius ist tot. Ja, Ketusa, das ist ein gefährlicher Gegner. Aber auch er ist jetzt tot. Und ich auch. Geil. Naja, ist nicht schlimm. So, jetzt nämlich Macht des Hinterlands. Jo, den kriegst du. Jawohl, gut gemacht, Garrosh. So. Versuchen wir das doch nochmal, Sturmschwinge. Und I believe I can fly. Und Zaya ist auch tot. Sehr gut.
könnt also doch kämpfen. Bums. Da unten. Okay. Jetzt habe ich zwar einen etwas längeren Weg, aber das ist nicht so schlimm. Solange mich kein gegnerischer Held zwischenzeitlich killt. Ich weiche mal ein bisschen mit Absicht ein bisschen besser aus. Und dann nehmen wir den Tempel hier ein. Jawohl. Tempel sind von meiner Magie erfüllt. Wächter, lass keinen dieser elenden Sterblichen in ihre Nähe. Gut. Hauptsache Zaya ist tot. Ja, haltet die gegnerischen Helden ruhig ein bisschen auf, das ist gut. So, als nächstes nehme ich Donnerwetter. Blitzableiter verursacht mit ihm weiteren Treffer 20% mehr Schaden. Jawohl, das läuft sehr gut, muss ich sagen. Gut, gefällt mir. So, jetzt gehe ich erstmal in die Mitte. Damit ich Garrosh und Varian hier ein bisschen aushelfen kann. Ah, da ist noch eine Energiekugel. So, jawohl. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist der noch da, der Hügel? Nee, der ist auch schon weg. Okay. Oh, 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 oh. Oh. Wow. Diesmal zwei Helden getroffen. Sehr gut. Also insgesamt minus 50 Sekunden. Auch gut. Auf in den Himmel. Oh, gar nicht gut. Schnell zum Heilbronnen. Das Licht der Sonne in den Tempeln wird stärker. Schon bald. Okay, ich bleib hier oben. Tötet diesen Helden! So, lebender Hammer erhöht die Verlangsamung des Hammerrangs um 25% auf 50%. So, du bist tot, Kentusat. Warum hilft mir jetzt hier keiner? Trollolol. Na, ist egal. Schaffe ich auch alleine. Und wie schön, dass unten beim Tempel keiner ist. Auch gut. Sequenzen verstärkt. Oh Mann. So. Oh Mann. Ist nicht schlimm. Wir gewinnen trotzdem. Da bin ich mal ganz optimistisch jetzt. Auf jeden Fall. So, okay. Das war das. Gut. Ja, ich bleib erstmal hier. Ihr habt genug von der Macht meiner Tempel gestohlen. Nun kümmert euch wieder um euren erbärmlichen Krieg. Ah, sehr gut.
Ja, warum die Mauer zerstören, ist auch eine gute Frage. Jawohl. Ja, ihr seid nicht unbegabt, das muss ich zugeben. So. Rums. Vorsicht. Ja, das könnten wir hinbekommen. Jo, das war's. Jo, und das war Falstad. Ja, sag ja, bei manchen Helden geht das natürlich schneller als bei anderen Helden. Stört nicht weiter den Frieden meines Reichs. Und ich glaube, ich habe euch das auch am Anfang auch gesagt, bei manchen Helden, also geht's halt grundsätzlich auch schneller, weil die einfach so overpowered sind. Und das gefällt mir halt. Jawohl. Und das war Falstad. Jawohl. Und im nächsten Part werde ich euch Funkeltieren euch zeigen. Ach ja, und übrigens, Blaze heißt der neue Held, der jetzt ganz neu erschienen ist. So sieht er halt aus. Genau, ich warte, bis er nur noch 10.000 Goldmünzen kostet und dann, also farm ich bis 20.000 Goldmünzen. Momentan habe ich 13.321, also 7.000 Goldmünzen müsste ich jetzt noch farmen und dann kann ich mir auch Blaze mir dann als nächstes holen. Sehr schön. Aber wie gesagt, die ganz neuen werde ich euch jetzt nicht mehr zeigen. Ich bin selbst mal sehr gespannt und neugierig, was für ein Held als nächstes kommt. Also, Blaze ist natürlich ein StarCraft-Held. Bin mal auf jeden Fall gespannt, wer als nächstes kommt. Naja, aber das ist jetzt erstmal egal. Ich hoffe, diese Folge hat euch auch gefallen mit Falstad. Und wie gesagt, als nächstes kommt ein Funkeltieren. Ist ein süßer Drache auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass ihr Spaß hattet und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge von Heroes of the Storm. Bis bald. Tschüssi.